Ja Leute, hallo und herzlich willkommen zum Gear & Goblins Update in Torchlight 3. Dieses Update ist bereits gestern am 29.10.2020 auf dem PC, auf der Xbox One und auf der PlayStation 4 erschienen. Auf der Nintendo Switch folgt dieses Update zu einem späteren Zeitpunkt. Wie immer habe ich mir die wichtigsten Änderungen zusammengesucht, habe sie in verschiedene Kategorien unterteilt und mit diesem kleinen Video wünsche ich euch jetzt viel Spaß. Und wir beginnen einfach mal mit den allgemeinen Änderungen. Und da ist es so, dass wir passend zum kommenden Halloween-Wochenende drei neue Haustier-Varianten spendiert bekommen haben. Zum einen die Midnight Cat, den Spooky Retriever und auch den Spirit Drachling. Und da ist es so, dass ihr diese drei neuen Haustier-Varianten natürlich in den zufälligen Haustierkäfigen draußen in der Welt finden könnt. Genauso sind 8 neue legendäre Gegenstände dazugekommen, darunter Waffen und neue Rüstungssets. Es gibt eine Neuerung bei dem Rückerstatter-Item und da ist es so, dass ihr dieses Item nun beim Händler kaufen könnt und zwar für 2500 Gold und genau bei dem Händler, wo ihr auch die Heiltränke kauft. Dann wurde die Dropchance für legendäre Gegenstände von Champions-Bossen und auf den höheren Schwierigkeitsgraden wieder leicht erhöht. Es wurde ein Problem behoben, durch das der Charakter in Akt 3 stecken bleiben konnte, und zwar war das bei der Quest Wissen es macht. Und zu guter Letzt habe ich mir bei allgemein noch aufgeschrieben, dass die Droprate der Schriftrollen des Lebensbundes nochmals verringert worden ist, damit man einfach nicht allzu viele von diesen Rollen in seinem Inventar hat. Schauen wir uns mal die nächste Kategorie an, und zwar die Mobs. Da habe ich mir 2 Punkte aufgeschrieben. Zum einen wurde die Gesundheit der Phasenbestie um ca. 40% verringert und die Hive-Larven wurden um 25% verlangsamt, sodass sie für Nahkampfbuilds nicht ganz so frustrierend sind, insbesondere bei den höheren Schwierigkeitsgraden. Bei den Relikten habe ich mir die Elektrode mal notiert und da ist es so, dass der Chaos-Blitze Tier 1 Bonus der Elektrode nun korrekterweise 3 statt nur 2 Stürme abfeuert. Dann gibt es einige Änderungen auch bei den Klassen. Da habe ich mir den Scharfschützen aufgeschrieben, denn da wurde ein Problem behoben, durch das das Freischalten des Tier 1 Bonus der Fertigkeit Opfer an Guns Feinde keinen zusätzliche Schadensanfälligkeit gewährte. Das war natürlich so nicht gewollt und sollte mit diesem Update behoben sein. Beim Magier habe ich mir aufgeschrieben, dass ein Problem behoben wurde, bei dem der 35%ige Schadensbonus der Weihe seine Eigenschaft nicht anwendete. Auch das war natürlich so nicht gewollt und sollte jetzt gefixt sein. Und beim Schienenkämpfer wurde die Sprengladung nochmal überarbeitet, weil es da so war, dass diese entweder gar nicht oder nicht richtig funktionierte. Das war ja die Fähigkeit, mit der man den Gegnern quasi eine Schwäche hinzufügen konnte. Und zu guter Letzt habe ich mir nochmal die beiden Systeme PlayStation 4 und Xbox One notiert und auch da jeweils einen Punkt hingeschrieben. Bei der PlayStation 4 wurde ein Problem behoben, durch das der PlayStation 4 Spieler beim Anmelden bei neu erstellten Charakteren die Verbindung verlieren konnte. Das sollte so ja natürlich nicht auftreten und sollte jetzt mit dem Update gefixt sein. Und auf der Xbox One gab es einen Absturz beim Abmelden und erneuten Anmelden im Offline-Modus. Auch das war natürlich so nicht gewollt und sollte jetzt gefixt sein. Das waren so die wichtigsten Änderungen, die ich mir aus diesem Update notiert habe. Ich hoffe, dass euch dieses kleine Informationsvideo wieder gefallen hat. Wenn ja, würde ich mich natürlich über ein positives Feedback in Form eines Daumen nach oben freuen. Abonniert gern meinen Kanal, aktiviert die Glocke dazu, denn dann verpasst ihr auch keines der nächsten Videos und Livestreams mehr, die ich für euch hier auf diesem Kanal zur Verfügung stelle. Und dann sagt der Henry wieder Danke fürs Reinschauen, bis zum nächsten Mal, macht's gut, ciao, ciao.